Auch nochmal von uns herzlich willkommen zur Coffee Lecture. Ich will doch nur das PDF, frei zugängliche Texte im Internet finden. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Es ist Samstagabend, Sie sitzen gemütlich auf der Couch, Sie haben Montag ein wichtiges Referat, alles ist soweit gut vorbereitet und dann bekommen Sie folgende E-Mail. Hey, könntest du diese Literatur noch in unser Referat einarbeiten? Beste Grüße, deine Referatsgruppe. Wir sitzen natürlich da, die Bibliothek hat sonntags geschlossen, vielleicht haben Sie auch gerade keinen Zugriff auf das VPN. Was also tun? Als erstes fällt einem natürlich ein die Suchmaschine der Wahl oder auch der Bibliothekskatalog. Es gibt auch so halblegale bzw. illegale Dienste, die man nutzen könnte, aber da muss es doch einen besseren Weg geben. Und ja, den gibt es. Es gibt viel einfachere und legale Wege, auf solche Fachliteratur zuzugreifen, wenn sie hinter einer Paywall steht. Und einer dieser Wege ist das Nutzen von Plugins. Wir möchten Ihnen jetzt zwei vorstellen. Das eine ist Unpaywall. Hier sehen Sie jetzt gleich, wie das Ganze unter Firefox installiert werden kann. Sie geben das ein im Browser. Das erste Ergebnis ist auch gleich das, was wir benötigen. Sie gehen auf Get the Extension, werden zu Firefox weitergeleitet, zum Plugin, sagen Add to Firefox und schon ist das Plugin installiert. Unpaywall ist nicht das einzige Plugin, das man für die Literatursuche benutzen kann. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal ein zweites Beispiel. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben, zeige ich hier, wie man so ein Plugin im Chrome, Google Chrome Browser installiert. Und zwar ist das der Open Access Button. Der Open Access Button sucht nach freien, legalen Volltextartikeln im Internet und ich gebe das hier einfach einmal in die Suchmaschine ein. Und direkt das erste Suchergebnis ist auch das, was wir suchen, openaccessbutton.org. Wenn ich da einmal draufklicke, dann werde ich auch direkt zur Seite weitergeleitet. Und Sie sehen hier, dass es zum einen auf der Webseite direkt einen Suchschlitz gibt, in dem Sie nach Artikeln suchen können. Da können Sie eine URL oder einen Titel eingeben. Es gibt aber unten auch die Möglichkeit, diese Extension zu installieren. Und wenn ich da draufklicke, dann werde ich zum Chrome Web Store weitergeleitet. Und auch hier kann ich das ganz einfach mit einem Klick zu meinem Browser hinzufügen. Das wird dann installiert. Und wenn Sie jetzt einmal oben rechts in meinem Browser gucken, dann ist da ein kleines Icon erschienen und das ist das Icon für den Open Access Button. So, bevor wir jetzt mit der Suche nach den Artikeln anfangen, habe ich noch zwei kurze Exkurse vorbereitet. Das eine ist die DOI, das ist ein Begriff, auf den werden Sie wahrscheinlich häufig stoßen, wenn Sie nach wissenschaftlichen Artikeln suchen. DOI steht für Digital Object Identifier und das ist ein dauerhafter Verweis auf ein digitales Objekt. DOIs sind immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Das beginnt meistens mit einer 10 und dann kommt eine Angabe zum Verlag, die normalerweise aus einer Buchstaben- oder Zahlenfolge besteht. Und wenn Sie eine DOI haben, dann können Sie die ganz einfach über doi.org auflösen, indem Sie die DOI da in den Suchschlitz eingeben und dann werden Sie immer zu der korrekten Quelle für diesen Artikel weitergeleitet. Der zweite Exkurs bezieht sich auf Artikelversionen. Hier möchte ich nochmal ganz kurz erklären, welchen Weg ein wissenschaftlicher Artikel überhaupt zurückliegt, bis er wirklich in einer Zeitschrift publiziert wird. Wir beginnen bei dem Originalmanuskript, dem sogenannten Preprint. Also das ist das Manuskript, das die Autoren und Autoren beim Verlag einreichen. Es wird auch Submitted Version, Draft oder Author's Original Version genannt. Und was dann passiert, ist, dass der Editor von der Zeitschrift dieses Originalmanuskript an andere Wissenschaftler aus derselben Fachrichtung weiterleitet und die begutachten dann dieses Manuskript, das ist der sogenannte Review-Prozess. Normalerweise ist es dann so, dass diese anderen Wissenschaftler Änderungen vorschlagen, Verbesserungen und das Originalmanuskript dann nochmal entsprechend angepasst wird. Und dann reichen die Autorinnen und Autoren das nochmal ein bei der Zeitschrift und das ist dann das sogenannte akzeptierte Manuskript. Das ist also ein Manuskript, das schon die Änderungen aus dem Review-Prozess enthält. Und es wird auch als Postprint, Final Draft, Peer-Reviewed Version oder Final Author Version bezeichnet. Der letzte Schritt ist dann, dass dieses Manuskript, das akzeptierte Manuskript, in ein bestimmtes Layout gebracht wird und dann eben vom Verlag so veröffentlicht wird. Das ist dann die sogenannte Verlagsversion. Inhaltlich ist es also so, dass das akzeptierte Manuskript und die Verlagsversion gleich sind. Die sehen nur vom Layout her unterschiedlich aus.
Und ich erkläre das deswegen, weil Sie bei Ihrer Suche nach Open Access Artikeln teilweise eben auch unterschiedliche Versionen eines Artikels stoßen können. Und man sollte also darauf achten, zum Beispiel, wenn man auf einen Preprint stößt, dann enthält das noch nicht alle Kommentare aus dem Review-Prozess. Wenn Sie allerdings ein akzeptiertes Manuskript finden, ist das inhaltlich schon gleichzusetzen mit der Verlagsversion. Dann kommen wir nochmal zurück zu unserer Literaturliste. Sie haben hier von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen eine super Liste bekommen. Da sind schon alle wichtigen Angaben drauf, die wir für unsere Literatursuche brauchen. Das ist zum einen der Name des Autors, die Jahreszahl der Veröffentlichung. Dann haben wir den Titel des Artikels, die Zeitschrift, in der der Artikel veröffentlicht wurde, die Ausgabe dieser Zeitschrift, die Seitenzahlen und im Anschluss die DOI. Dann haben wir also alles, was wir brauchen, um jetzt nach Open Access Versionen dieser Artikel zu suchen. Und damit beginnt jetzt meine Kollegin. Genau, und dann starten wir auch schon gleich mit dem ersten Beispiel. Sie sehen, ich habe jetzt den DOI schon mal in Primo eingetragen. Das heißt, Sie können in Primo, also in unserem Bibliothekskatalog, auch mit den DOIs suchen. Sie könnten aber genauso gut auch mit dem Titel suchen. So, das Ganze suche ich jetzt. Aha, wir haben auch Ergebnisse. Wir brauchen das erste, den Artikel. Und sehen, Volltext. Und das macht nichts anderes, als dass es auf die Verlagsseite des Artikels weiterleitet. Und wenn wir jetzt ein bisschen runterschauen, okay. Also man könnte sich jetzt über Shibboleth authentifizieren, aber was ist, wenn das nicht funktioniert oder wenn das VPN nicht funktioniert? Dafür sehen Sie hier das Unpaywall-Plugin. Das wird dann immer so als kleines Schloss an der Seite angezeigt und wenn man dann dort drauf geht, wird das auf eine freie Version weitergeleitet. Wenn es keine freie Version gäbe, wäre das Schloss nicht sichtbar oder rot. Also immer, wenn Sie ein grünes Schloss sehen, sehen Sie, da gibt es eine freie Version. Unpaywall hat das akzeptierte Manuskript gefunden, das Postprint, also die Version, die schon inhaltlich gleich zur Verlagsversion ist. Und das Ganze ist die Version, die auf dem institutionellen Repositorium der TU Berlin auf Deposit Once hochgeladen wurde. Und hier ist der Artikel. Genau, dann suche ich jetzt nochmal den gleichen Artikel mit dem Open Access Button, den ich Ihnen ja gerade gezeigt habe, wie man den installiert. Teile ich nochmal meinen Bildschirm. So, wir starten auch wieder auf der Seite des Verlags. Da bin ich jetzt in dem Fall ganz leicht hingekommen, indem ich die DOI eingegeben habe. Und auch bei mir sehen Sie, auch hier müsste ich mich jetzt einloggen, um Zugriff auf diesen Artikel zu bekommen. Stattdessen benutze ich jetzt einmal den Open Access Button. Der findet sich jetzt hier oben rechts. Und mit einem Klick auf dieses Icon werde ich dann ebenfalls an die in Deposit Once hinterlegte Version das akzeptierte Manuskript weitergeleitet. Das sehen wir jetzt also hier. Ich gehe noch einmal zurück. Wie Sie sehen, habe ich hier ganz viele verschiedene Extensions installiert. Ich möchte Ihnen noch eine weitere zeigen, und zwar ist das Core. Core steht für Connecting Repositories. Und auch hier werden ganz viele Open Access Artikel aggregiert. Das ist dieses Plugin hier. Also immer, wenn Core eine Open Access Version des Artikels findet, dann sehen wir hier dieses grüne Schloss und es steht Free Full Text Found. Und auch hier komme ich mit einem Klick direkt auf die in Deposit Once hinterlegte Version des Artikels. Okay, Sie haben jetzt also schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie Sie auf den ersten Artikel zugreifen können. Dann gucken wir doch mal weiter. Und zwar suchen wir als nächstes das Beispiel Exploring Network-Wide Flow Data with Voyager. Das ist der zweite Artikel. Und hier möchte ich jetzt mal einen anderen Sucheinstieg wählen. Wir sind ja gerade über Primo in unsere Literatursuche eingestiegen und für die nächste Suche benutzen wir jetzt mal Google Scholar. Das haben bestimmt die meisten von Ihnen auch schon mal gehört. Google Scholar ist eine Suchmaschine von Google, die zur allgemeinen Literaturrecherche von wissenschaftlichen Dokumenten genutzt werden kann. Und wenn man über Google Scholar sucht, dann findet man sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Artikel. Das sind also nicht automatisch alles Open Access Artikel, die Sie hier finden. In diesem Fall gebe ich jetzt einfach mal den Titel des Papers ein, das wir suchen. Und dann schauen wir mal, was wir hier angezeigt bekommen. Der erste Eintrag sieht direkt gut aus, IEEE Explorer. Das passt auch zu dem Journal, in dem der Artikel veröffentlicht wurde. Dann gucken wir uns das mal an.
Okay, in diesem Fall sehen Sie hier, wenn ich auf PDF klicke, muss ich mich auch hier einloggen, um den Artikel nutzen zu können. Ich zeige Ihnen mal, dass das in diesem Fall funktioniert. Wir haben also von unserer Universität den Zugriff auf diese Zeitschrift. Und in dem Fall müsste ich mich jetzt mit meinen TUB-Kontodaten einloggen und könnte dann auf den Artikel zugreifen. Für den Fall, dass das nicht funktionieren sollte am Sonntagabend, gibt es natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, andere Wege zu suchen. Zum einen ist das zum Beispiel hier an Paywall, das haben wir gerade schon mal gesehen. Wenn ich hier draufklicke, werde ich auch in diesem Fall wieder zu Deposit Once weitergeleitet und finde hier die akzeptierte Version dieses Artikels, das akzeptierte Manuskript, und kann so einfach dieses Paper lesen. Auch hier gibt es jetzt noch andere Möglichkeiten, auf den Artikel zuzugreifen. Das zeigt jetzt meine Kollegin. Was Sie hier jetzt sehen, ist ein weiteres Plugin, / eine App, die Open Access Versionen sucht. Und zwar nennt sich diese App Open Access Helper, ist verfügbar für iOS und iPadOS. Sie sehen, ich bin jetzt wieder auf der Seite vom Verlag. Und das Ganze funktioniert so. Ich sehe, ich komme nicht wirklich weiter. Dann kann man über den Browser auf den Open Access Helper zugreifen und der zeigt dann eine frei verfügbare Version an. Den Open Access Helper gibt es aber auch als Browser-Plugin. Das ist hier dieses orangene Schloss. Also man kann auch über Firefox und Chrome den Open Access Helper benutzen und bekomme hier wieder dieselbe Version angezeigt. Genau, dann geht es weiter zum dritten Beispiel. Wir suchen How to Specify Non-Functional Requirements to Support Seamless Modeling. Hier wählen wir jetzt den Einstieg über Core. Wir hatten jetzt eben beim ersten Beispiel das Core-Plugin für Chrome. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Core selbst über eine Suchleiste zu suchen. Das funktioniert dann, indem man den Titel eingibt. Und bekomme gleich auch als erstes Beispiel den Artikel angezeigt. Die Beispiele, die jetzt hier folgen, das können ähnliche Artikel sein. Also vielleicht ist es ganz interessant, wenn man so in der Thematik sucht, dann wird man hier vielleicht sogar fündig. Genau, aber wir gehen jetzt auf diesen Artikel und werden weitergeleitet, in diesem Fall zu Archive. Archive ist ein sogenannter Preprint-Server. Das heißt, dort werden ausschließlich Preprints hochgeladen zu verschiedenen Themen. Wir erinnern uns, Preprint ist die Version noch ohne Verlagsreview. Das heißt, diese Version kann sich durchaus inhaltlich von der Verlagsversion unterscheiden. Immer im Hinterkopf behalten. Aber hier haben wir die Möglichkeit, auf das PDF zu gehen und sehen hier das Preprint. Und dann haben wir noch ein letztes Beispiel. Genau, richtig. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Sucheinstiege kennengelernt. Über Primo, über Google Scholar, über Core. Ich zeige Ihnen jetzt fürs letzte Beispiel noch einen weiteren Sucheinstieg, und zwar ist das BASE, die Bielefeld Academic Search Engine, und das ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Webdokumente. Und das Schöne hier ist, dass ca. 60% der Dokumente, die man hier findet, auch frei zugänglich sind. Sie haben da also eine gute Chance, auch Open Access Versionen von Artikeln zu finden. In diesem Fall gebe ich jetzt für die Suche hier einmal die BUI ein. Der Artikel, den wir suchen, ist von Wiedemann, Gamer und Roski und erschienen in der Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Gucken wir mal, ob wir über die DOI diesen Artikel hier finden können. Und das erste Ergebnis sieht direkt gut aus. Das sind die Autoren. Das ist auch die richtige Zeitschrift. Dann gucke ich einfach mal, wo dieser Link uns hinführt. Sie sehen, dass ich jetzt hier in diesem Fall zum Karlsruher Institut für Technologie weitergeleitet wurde. Das heißt, BASE hat eben einen Artikel hier in diesem Repositorium gefunden. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, durch einen Klick auf Download auch wieder auf diesen Artikel zuzugreifen. Und wenn wir mal gucken, das ist die Postprint-Version, also das akzeptierte Manuskript, auch wieder bei Deposit Once hinterlegt. Und hier in dem Fall sehen Sie jetzt, okay, das ist noch nicht im Verlagslayout, aber inhaltlich ist das der gleiche Artikel. Also den könnten Sie dann durchaus gut verwenden. Okay, so jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten präsentiert, wie wir an diese vier Artikel rankommen.
Genau, wir sehen jetzt hier nochmal die Literaturangaben. Wir sind alle jetzt einmal als Beispiel durchgegangen und haben auch zu jeder eine Open Access-Version gefunden. Mission accomplished. Was heißt das jetzt insgesamt? Hier führen wir Ihnen jetzt noch einmal alle nützlichen Tools zusammen vor. Es gibt verschiedene Browser-Plugins wie Unpaywall, wie der Open Access Button, Core als Plugin für Chrome. Auch der Open Access Helper hat ein Plugin. Und diese Plugins machen im Prinzip alle dasselbe. Sie suchen nach frei verfügbaren Versionen, aber teilweise mit unterschiedlichen Datengrundlagen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, nutzen Sie gegebenenfalls auch mehr als ein Plugin. Es kann sein, dass das eine Plugin eine Version findet, das andere vielleicht eine andere Version, oder was auch sein kann, das eine Plugin findet nichts, das andere findet aber was. Nutzen Sie einfach mehrere und laden Sie einfach mehrere in Ihrem Browser runter und suchen damit. Und vielleicht ist ja, dass das eine Plugin nur das Preprint findet, das andere aber das Postprint. Probieren Sie das einfach aus. Core kann man auch als normale, in Anführungszeichen, Suche nutzen. Dort haben Sie dann die Möglichkeit, auch zu schauen, so thematisch, gibt es vielleicht ähnliche Artikel zu dem Thema. Google Scholar funktioniert genauso. Auch da kann man dann thematisch nach ähnlichen Artikeln suchen. Base ebenso. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es den Hashtag ICANHASPDF auf Twitter, den man nutzen kann. Und dort fragt man in der Twitter-Community nach Unterstützung bei der Suche nach Artikeln. Und ganz zum Schluss, vermeiden Sie illegale Tools wie SciHub. Es ist absolut nicht nötig. Wir haben Ihnen eben gezeigt, es gibt viel einfachere und legale Wege, an solche Artikel ranzukommen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich immer gerne an das Open Access Team der UB. Es gibt auch eine Infoseite vom Open Access Team. Dort werden unsere Dienste, unsere Services vorgestellt, zum Beispiel der Zweitveröffentlichungsservice. Wir haben auch einen Blog, wo wir regelmäßig Beiträge hochladen. Und zum Thema Publizieren, Open Access. Und auf dem Twitter-Account der UB, der TU Berlin, gibt es auch einen Hashtag OA Friday. Dort tweeten wir regelmäßig freitags zum Thema Open Access. Das Handout wird auch in unserem ISIS-Kurs veröffentlicht werden. Bis zum nächsten Mal und nochmal vielen lieben Dank an die Dozentin.